Hallo! Willkommen zurück. Soll ich so eine Folge machen? Ja, okay. Hallo! Es war halt eine kurzfristige Entscheidung. Ganz kurzfristig. Die Welt will wissen, wie du auf den Elch reagierst. So. Tja, da kommt der Weihnachtsmann dieses Jahr nicht, liebe Kinder, weil der hat kein Zugtier mehr. Ja, Jim, was ist das? So klingt ein Elch? Crazy, zwischen dir und mir ist ein Elch, aber ich kann das nicht glauben. Es klang einfach mal wie der übelste mutierte Drecksbär. Lol. Der ist genau von mir aus gesehen in deine Richtung, war der Ruf. Also der muss genau zwischen uns eingeklemmt sein. Wie viele Tiere hier einfach sind. Ich habe hier auch eine Herde von so einem Hirschen, dem ich am Arsch klebe. Na, hier am See ist ganz schön was los, das stimmt. Ich habe ja erst auf einen Elch gezielt, dann kam noch ein Elch, dann rannte plötzlich ein Kojote durchs Bild und dann kam der Teddy. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt hier einen Bär in die Arme renne, ey. Oh, das wäre so geil. Jetzt meine, ich will jetzt den noch erwischen, der muss doch hier schon irgendwo verendet rumliegen, ey. Was war das? Ein Elch? Ich hab einen Elch! Moment. Wenn du den kriegst, sag mir Bescheid, dann kann ich mal mitnehmen. Nimm ihn ruhig mit. Okay. Der war hier ganz in der Nähe irgendwo, aber irgendwas sagt mir, dass die Viecher auch nicht gerade ohne sind, glaube ich. Einer rennt auf dich zu, ein Elch. Ich hab den aufgeschreckt, der rennt in deine Richtung. Okay, ey, hier ist voll das geile Gebiet. Es sind jetzt drei Elche, einen hast du erlegt, einen hab ich hier und einer ist zwischen uns. Und hinter mir nerven auch schon wieder Kojoten rum. Die sollen mal weggehen. Schwarzwedehirsch. Wo ist der Elch? Na egal, ich kümmere mich mal denen, den du zu mir treibst hier. Der dürfte ja was leichter zu fassen sein. Alter, WTF. Ich glaube, der ist hier schon relativ nah bei mir oder ist es schon wieder ein anderer? Oh, ich verfolge erstmal den Schwarzbären hier. Ich habe eine Schwarzbärenspur. Balmon. Oh. Hallo, Mr. Elch. Ich höre Spuren. Wenn du einen Schwarzbären ich höre siehst, Spuren, geh mal ran. Ja, du bist auch schlau. Ich höre Spuren. Sie redet mit mir. WTF, was sind denn das für Spuren? Ein Schwarzbär, war klar. Hab Schwarzbärenspuren, Peter. Habe ich auch. Meine führen aber dahin, wo die dann plötzlich wieder in eine andere Richtung gehen. Ich glaube, das ist ein fucking Ah, nee, da hinten hat was hingekackt. Es ist wirklich voll die geile Gegend hier, was es hier alles gibt. Trotzdem habe ich gerade. Okay, wir müssen aufpassen. Die Scheiße von Schwarzbären sieht aus wie Bratwürste. Dürfen wir nicht verwechseln. Alles klar. Schwarzwedelhirsch. Ich will den scheiß Bären haben, ich will wissen, wie nah man an die Dinger rankam. Die sehen voll niedlich aus auf dem Bild, ich will ihn streicheln. Darf ich? Von mir aus. Ich weiß nicht, wie scheu die sind. Ich weiß nicht, ob die wegrennen, wenn wir kommen. Er rennt aber in den Wald. Ich glaube, wir treffen uns gleich, weil wir laufen irgendwie in so einer Art Dreiecksform aufeinander zu. Auf einmal ist dann da eine ganze Herde an Bären und die gehen ja, auf uns los. So 80 Millionen Stück Falle, ist voll die realistische Zahl. Naja. Das kann schon mal vorkommen, 80 Millionen Bären im Wald. Oh, alter Hirsch! Oder Hirsch? Ja, ja, egal. Hab ich auch gerade gehört. Lol, ein Adlerschrei, geil. Der ist direkt vor mir. Waffe, 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 Waffe. Danke, danke, danke. Die Sau rennt in deine Richtung. Jag ich jetzt meine Beute oder? Ja, ich jag meine Beute. Ist sogar ein tödlicher Treffer, also irgendwo bei dir liegt ein totes Reh rum. Aha, sehen. Moment. Kannst du es einschätzen? Dankeschön. Bitteschön.
So, hier hinten ist der Schwarzbär schon down oder rennt er hier noch rum? Nee, der rennt noch rum. Bei mir rennt der hier jetzt hoch. Also meiner zumindest. Ich glaube, du hast einen anderen. Ah ja, meiner ist in den Wald gerannt. Meiner trabt. Ich glaube, der hat einen Schreck gekriegt, weil ich um mich geschossen habe wie ein Blöder. Gerade eben hat er hier richtig zünftig hingeschissen. Alter! Okay, jetzt weiß ich, was du meinst mit dem Elch. Der hört sich ja wirklich an wie ein Bär. Ist einfach so. Er scheint ziemlich nah bei mir zu sein. Welcher Schritte? Der ist einfach mal so verdammt nah bei mir, Alter. Hol mal die fette Wumme raus. Hallo, hier ist eine geile der Brücke. Der kann mich die ganze Zeit eiskalt wittern. Ja, mich auch. Und hier ist schon wieder irgendein Bedürfnisgebiet. Aber hier ist eine coole Brücke. Meine blauen Spuren sind weg! Teddy, wenn du hier noch irgendwo bist, sagst du mir Bescheid, ne? Eiskalt eine Herde gesehen, aber zu spät und sind doch aufgeschreckt, oder? Nee, nicht alle. Nicht alle. Muss erstmal wieder zu Atem kommen hier. Ich bin immer noch auf Bärenjagd. Gerade eben, gut zu wissen. Ich glaube, das ist eine Elchherde oder so, der ich gerade folge. Also eins habe ich hart gehittet. Ich habe Angst, weil ich fühle, ich verfolge gerade nicht nur. Ich glaube, der Bär verfolgt den Elch. Lol. Da hinten ist noch eine Spur, Alter. Ich verfolge hier gerade irgendwas sehr Großes. Ganz ruhig da hinten. Ich frage mich nur, wo jetzt das Vieh ist, das ich angehittet habe. Hier sind so viele Spuren gerade, ich sehe kein Blut, nichts. Langsam aber sicher muss ich dem Bären tatsächlich nachkommen. Ich höre schon wieder irgendwelche Schritte, aber ich sehe nichts. Das habe ich jetzt gerade aber auch gehabt. Waren direkt neben mir. Also meine Beute kann ich jedenfalls vergessen. Hier sind so viele Spuren und ich finde einfach kein Blut. Ich laufe mal in deine Richtung so. Vielleicht treibt sich ja bei dir was rum. Der Bär weiß auch nicht, wo er hin will. Ist halt eben so ein richtiger Isaac, ne? Ja. Dumm und faul. Der Bär ist aber nicht dumm, der weiß genau, wie er mich verarschen kann. Naja, das ist auch nicht schwer. Als Maul. Okay. Auf Bärenjagd. Wenn jemand erwartet, dass mir Text kommt, dann kann er mich mal. Danke. Bitte. Ja, du kannst mich sowieso von vornherein schon. Danke. Immer gern. Für dich immer. 411 Meter, Crazy. Was soll das? Was denkst du dir dabei? Verfolgen Bären. Und komm hier nicht laut an, bitte, ja? Ich will... Ey, das Geile wäre, wenn der Bär die ganze Zeit im Kreis läuft und direkt hinter dir ist aber. Der guckt die ganze Zeit über die Schulter, der ist einmal im Kreis gelaufen und jetzt läuft er dir hinterher. Ne.
Gut, ich hab gedacht, das zieht. Ein Versuch war es aber nicht. Wäre nicht das erste Mal, dass es klappt. Ich fand das so schön. Ach ja, das werde ich mir doch im hohen Alter genüsslich anschauen. Ah, dann kannst du sie ja nachher auf nochmal angucken. Ja, aber hallo. Oh oh, was war das? Alter. Es war ganz in meiner Nähe. Es ist ein fucking. Ein Brunftstreu. Ein Schwarzwedelhirsch. Ein Schwarzwedelhirsch, ja. Den kann ich gern besteigen, wenn er will. Mein enorm langes Rohr ist schussbereit. Solange er dabei drauf geht. Jetzt, Alter, ich glaube, der Bär hat den Zug genommen. Wir sind hier direkt an der Schiene. Neben mir läuft ein Bär, neben mir läuft ein Bär. Wo ist die Ratte? Ich höre ihn noch. Das ist tatsächlich sogar der Bär, den ich vorhin verfolgt habe. Ist ja geil. Ich habe den ganz kurz gesehen. Verfolgt meinen immer nur, aber irgendwie. Ich krieg dich, du Sau. Okay, ich habe keine Ausdauer, ich krieg dich nicht. Ah, der rennt gar nicht mehr. Der kommt ein kleines Stück in den Weg, in den du gerade läufst. Mein Kratzer. Ah! Alter! WTF! Ich glaube, der hat seinen eigenen Bären gefunden, kann das? Nee, mir ist gerade irgendwas losgerannt. Ich habe mich so erschrocken. Irgendwas Großes, was sehr Großes. Hilfe! Hier gibt's nur große Biester, ey. Den Elch, den ich erlegt habe, der war sogar größer als der Bär, hatte ich den Eindruck. Ja, das ist nicht schwer. Ja, doch, das ist schwer. Sowas Großes wiegt nämlich. Ich will meinen Bären jetzt auch mal sehen. Kann ja nicht sein, dass ich hier den ganzen Zeit wie blöder hinter dem scheiß Bären hinterher renne. Ich frage mich nur, wo meiner jetzt hingestachselt ist. Ich würde ihm gern ein bisschen näher kommen. Ich würde meinen generell überhaupt mal sehen. Gewehr raus. Kannst mich mal, du Geschöpf, egal wie nah du hier dran bist, der Bär ist mein Ziel. Da hinten habe ich ihn doch schon wieder gesehen, hä? Aber das ist kein Schwarzbär. Oh, wie niedlich der läuft. Wie so ein richtig kleiner Bummibär. So richtig tapsig. Ich will den nicht ab... Doch, ich will. Oh, wow. Das Geld ist mir dann doch wichtiger. Kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeuglande her und sein Fell war wuschelweiß. Alle Kinder riefen gleich. Bummibär. Ist ja gut, ich höre auf. Ich habe meine Spuren verloren, weil ich mit der Maus getanzt habe. Hier. Ah, oh, Mann, ey. Ist das euer Ernst, dass ich meinen fucking Bären verloren habe, weil ich mit der Maus getanzt habe? Gib mir mal die Spuren in die Richtung, muss ich also, okay. Das nächste Mal, wenn ich den sehe, fängt der sich pro forma schon die Kugel, damit ich den nicht so schnell wieder verliere. Wo ist der kleine Teddybär? Der Bär, der Scheißbär will mich verarschen. Der kann dich halt nicht schon Ewigkeiten Ich lauf den jetzt schon Ewigkeiten hinterher, Alter. Der hat sich noch nicht einmal gezeigt. Find den gleich hinterher, ey. Komm schon, Teddy. Lass mich näher ran, ich will dich sehen. Mal sehen, was die Kacke hier über den verrät. Gerade eben. Ich habe neben mir irgendein Geräusch gehört, das könnte durchaus ein Bär gewesen sein, aber es war nicht meiner. Toll.
Scheiß drauf jetzt, Alter. Ich renne ihn jetzt hinterher. Bock mehr. Tage sind gezählt, Bär. Alol! Was geht denn da hinten für eine Party ab? WTF, wie viel... Was sind denn das? Die haben komische über 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ich habe eine richtig große Herde entdeckt, Alter. Das könnte die Elchherde sein, die ich vorhin vertrieben habe. Wenn du irgendwo was Totes rumliegen siehst, nimm's mit. Ich glaube nicht, dass es Elche sind, aber... Oh. Moment. Ich hock mich jetzt hier hin. Das sind irgendwie Wapitis oder so. Glaube ich. Ich glaub dir gar nichts. Ich will jetzt meinen scheiß Teddy. Du Scheiße, Alter, ich muss einfach nur stumpf reinballern eigentlich. Habe ich wenigstens einen bei der Aktion gekillt? Ich frag mich, wo mein Teddy überhaupt hin will. Der kann mir doch nicht erzählen, dass der einen Plan hat, wo er hin möchte. So komisch, wie der hier läuft. Na komm, wenigstens eine Blutspur muss hier sein. Jetzt habe ich ein Problem. Ach du das ist ein Elch. Bleib stehen. Nein, wie schnell bist du? Was waren da fünf? Ich drehe sich um und ich weg war. Irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, der hat keine Angst vor mir, der will einfach nur spielen. Bist du gut, Rexo? Ich sehe meinen Teddy einfach nicht mehr. Ich laufe dem jetzt schon im Sprint hinterher hier. LOL! Mein Teddy ist verbarhackt und fängt sich jetzt eine Ladung. Schwarz! Komm, der muss eigentlich hart bluten aus nächster Nähe zwei Schrotladungen, das kann er doch nicht. Mittel, na das klingt doch schon gut. Coyote, verpiss dich, ich hab Besseres zu tun. Meister Pets. Ja, wo ist er denn? Also langsam muss der Onkel Teddy doch mal, als ob der irgendwas sich schnappt. Ein Wapiti hat der sich geholt, eiskalt. Und da liegt mein Teddy. Hier ist auch schon wieder Party. Mal eben Bären eingesackt für 1200. Die bringen richtig Money, du. Heilige Scheiße, was war denn hier los, Alter? Oh, was ist denn das? Ey, hier ist so eine übelste Party. Ich hab das Gefühl, auf dieser Map sind einfach Tiere nonstop. Ja. Sobald ich eins erlegt habe, sehe ich schon wieder das nächste. Und vor allem nicht nur Spuren, sondern ich sehe es auch wirklich direkt. Hier sind auch Herden über Herden. Ich muss nur aufpassen, falls hier auf einmal so ein Viech aus dem Wald herankommt. Und auch nicht so prickelnd. Also ich habe den Eindruck, dass die Bären hier weitaus friedlicher sind als die Vincents. Ah. Weil der ist eigentlich die ganze Zeit nur vor mir abgehauen. Und hat nicht die Anstalten gemacht, mich zu attackieren. Gott, Alter, hier ist was los. Hier so viele Spuren, Alter, die kralle ich mir jetzt alle erstmal. Probier es zumindest. Ja, mit Spuren kannst du aber auch nichts anfangen. Ja, ich habe die aber alle gesehen. Wenn du die Spuren alle einsackst, na, herzlichen Glückwunsch. Hast du den Sack voll Dreck.
weiß ja, dass die hier alle irgendwo sind. Aber wenn es nicht so neblig wäre, ey. Da hinten sind, ist auch schon wieder eine Herde. Doch einfach nicht. Der Nebel, der stinkt mich gerade auch richtig hart an. So, das war die Herde, lol. Okay, die Herde ist größer, als ich dachte. Ich weiß nicht, wem ich hinterherrennen soll. Ich habe ein Vieh angehittet, das wahrscheinlich irgendwo schon tot rumliegt. Habe ich noch eins angehittet. Die Herde ist woanders. Oh. Na ja, gut, Freunde. Aber das sind schöne Sorgen. Für heute ist Schluss. Nein. Doch. Nein. Beim nächsten Mal gucken wir mal, was in diesem Gebiet noch so alles zu erlegen gibt. Schade, Moment, dass ich den Tracy nicht abknallen kann. Das wäre viel schöner. Was willst Moment. Du? Was willst du? Was willst du? Das ist ein Elch. Vogel. Darf ich jetzt Tschüss sagen oder nicht? Nein. Tschüss. Okay, tschüss.